Und was auch interessant ist, man merkt sehr, sehr schnell, welche Hand stabiler ist. Ich merke, diese Hand ist stabiler. So, wenn ich nachher mit zwei Händen putte, hallo, willkommen beim Wohnhotel Golf. Wenn du die Zeit hast, möchte ich gerne, dass du eine Challenge mitmachst. In dieser Challenge solltest du jeden Tag, bis du wieder auf den Platz darfst, naja, hoffentlich ist das bald, Folgendes tun. Du musst nicht auf dem Golfplatz sein, da kannst du sowieso nicht putten. Aber wenn du so eine Puttmatte hast oder einen Teppich zu Hause oder wenn du das Glück hast, wirklich ein schönes Grün zu haben, mach bitte Folgendes. Putt mit einer Hand. Nur ich werde es demonstrieren und die Challenge geht darum, dass du jeden Tag 15 Mal mit einer Hand puttest und dann 15 Mal mit der anderen Hand puttest. Nee, ich mache das lieber so. Ich bin 5 feet vom Loch, das sind ungefähr 1,5 Meter, bin ich vom Loch entfernt. Ich denke, das ist eine gute Entfernung. Und bitte lass mein Linksputten dich nicht verwirren. Ich putte zurzeit links, weil rechtsrum habe ich die Jips. Meine Hände sind nicht ruhig, aber so geht es eigentlich ziemlich gut. Und egal, beide Hände müssen bitte benutzt werden. Ich mache jetzt ein paar Putts einhändig und dann erkläre ich, warum das so gut ist und warum das dir helfen wird. So, erstmal muss mein Freund Freddy aus dem Weg. Sorry, my girl. Komm her. Okay, es geht los. Okay, jetzt mit der anderen Hand. Je mehr ich übe, merke ich, wie wichtig die Ballposition ist. Wirklich darauf achten, dass die Ballposition stimmt. Okay, warum wird es dir wirklich helfen, einhändig zu üben? 30 Mal am Tag, 15, 15. Der erste Grund ist, dass es natürlich gut für die Koordination ist. Und dann zweitens, wenn man einhändig puttet, puttet man automatisch ruhiger. Und dein Schwung wird wirklich weich aussehen, nachdem du das mehrmals getan hast. Und dann drittens, wenn man mit einer Hand puttet, passiert Folgendes. Und man redet nicht sehr viel darüber, aber was bei einem guten Putt passiert, ist, dass man released. Das heißt, die Handgelenke werden ganz leicht eingesetzt. So, dies wird nicht gehen und das wird auch nicht gehen. So ein ganz leichter Release wird so geübt und das muss man auch mit beiden Händen tun. Und was auch interessant ist, man merkt sehr, sehr schnell, welche Hand stabiler ist. Ich merke, diese Hand ist stabiler. So, wenn ich nachher mit zwei Händen putte, werde ich darauf achten, dass ich mit dieser Hand führe. Letzter Tipp, um das interessant zu machen. Versuch mal einen kleinen Wettbewerb gegen dich selber zu machen, beziehungsweise rechts gegen links. So, was ich tue, ich putte immer abwechselnd. So, das war eins, oh, das war zu nah. Das war eins rechts und jetzt mache ich eins links. Und es steht 1:1. Und ich gucke immer, welche Hand gewinnt. Das macht es auch spannender. Und dann kann ich wieder sehen, mit welcher Hand ich dominieren sollte, wenn ich putte. Okay, dann vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich auf deine Likes und bis bald.